recent years we've seen quite a welcome development of the beginning of a new feminist wave. In den letzten Jahren haben wir eine ziemlich willkommene Entwicklung erlebt in Irland, nämlich den Beginn einer neuen Welle des Feminismus. And as well as a kind of a radicalization of many women and young people around questions of sexism and oppression. Eine Radikalisierung von vielen Frauen und Jugendlichen an den Fragen von Sexismus und Unterdrückung. We've also seen the rage against rape in India. We've seen movements challenging victim blaming, including the anti-rape culture movements on US campuses. Wir hatten auch Bewegungen wie die Rage Against Rape Bewegung in Indien, also gegen Vergewaltigung, oder die Bewegung gegen Victim Blaming, also gegen die Vorstellung, dass Frauen, die vergewaltigt werden, selbst daran schuld seien, an Universitäten in den USA. There's been movements for increased abortion rights in Spain, in Ireland, in parts of Latin America. Und es gibt eine Bewegung für den Ausbau von Abtreibungsrechten in Spanien, in Irland und in Teilen Lateinamerikas. Movements to challenge male violence against women in Brazil and Argentina. Bewegungen gegen Männergewalt gegen Frauen in Brasilien und Argentinien. We've also seen that young black women have been playing a leading role in the Black Lives Matter movement, and there's also a new rise in LGBT struggle. Wir haben auch gesehen, dass junge schwarze Frauen eine führende Rolle in der Black Lives Matter Bewegung spielen, und es gibt auch einen neuen Aufschwung von LGBT-Kämpfen. And this radicalization and these new movements are extremely important. Und diese Radikalisierung und diese neuen Bewegungen sind extrem wichtig. Also because they reject third wave or post-feminism. Auch weil sie den sogenannten dritte Welle Feminismus oder Post-Feminismus ablehnen. The idea that you focus on individuals trying to become successful, feminizing the ruling elite and so on. Diese Idee, dass es um erfolgreiche Individuen ginge, oder diese Idee, man müsse nur die herrschende Elite feminisieren und so weiter. So in that way, lots of these movements are quite sometimes overtly, often inherently critical of capitalism, which is very important. Und viele dieser Bewegungen sind oft schon von sich aus Kritik am Kapitalismus, was sehr richtig ist. The context of this burgeoning new women's movement is important to analyze. Und es ist wichtig, den Kontext dieser neu aufblühenden feministischen Bewegung zu analysieren. And for me, it's a context of actually decades of increased sexism in popular culture, in the mass media and so on. Und für mich steht es im Kontext von jahrzehntelang gesteigerten Feminismus in der Werbung, in neuen Medien und so weiter. An unprecedented level of the objectification of women's bodies. Einer beispiellosen Intensität der Objektifizierung von Frauenkörpern. When women are objectified, they are dehumanized, and that's the culture in which the ideas that perpetuate violence against women are fostered. Und wenn Frauen objektifiziert werden, werden sie entmenschlicht, und das ist die Kultur, in der Gewalt gegen Frauen gedeiht hat. And this has been the context for a whole period, and then you have an extreme crisis of capitalism hitting in that environment. Und das ist schon eine ganze Weile so, und dazu kommt jetzt die extreme Krise des Kapitalismus, die jetzt sich in dieser Umgebung quasi auswirkt. So as well as that ideological attack, if you like, on women's position, we also had a very, very strong economic pushback on women's position. Also neben dieser, man könnte sagen, ideologischen Angriff auf Frauenrechte, haben wir auch einen massiven materiellen Angriff und eine Zurückdrängung der wirtschaftlichen Position von Frauen. So increased poverty, increased low pay, massive attack on public services, which are crucial for women as workers and as users of public services. Also
steigender Armut, wachsender Niedriglohnsektor, Abbau von öffentlichen Dienstleistungen, die gerade für Frauen besonders wichtig sind, sowohl als Beschäftigte im öffentlichen Dienst als auch als Nutzerin. And I think it's the intersection of all these factors that has been really radicalizing and politicizing for women, sections of women. Und die Überschneidung dieser Faktoren war entscheidend dafür, dass ganze Schichten von Frauen radikalisiert wurden. When you have this a new movement, it's important to look back and learn lessons from struggles of the past. Und immer wenn es eine neue Bewegung gibt, ist es sehr wichtig, zurückzuschauen und die Lehren zu ziehen aus vergangenen Kämpfen. And it was the mass movements and mass struggles of the 60s and 70s that won huge gains for women. Und es waren die Massenbewegungen und Massenkämpfe der 60er und 70er, die riesige Erfolge für Frauen gebracht haben. These women's movements were often most powerful when they linked with the broader working class and trade union movement. Und diese Frauenbewegungen waren oft besonders dann erfolgreich, wenn sie sich mit breiteren Bewegungen der Arbeiterklasse und mit den Gewerkschaften vernetzt haben. For example, in the fight for equal pay. Zum Beispiel im Kampf für gleiche Löhne. But also in examples like the struggle for abortion rights in Britain, the trade union movement played a very, very important role. Oder zum Beispiel auch im Kampf für Abtreibungsrechte in Britannien, wo die Gewerkschaften eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Struggle and women entering the workforce in particular have been important, resulted in important gains, very important gains for women. Und die Kämpfe von Frauen, die dann neu quasi auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und angefangen haben zu arbeiten im Betrieb, waren sehr wichtig für diese Erfolge. But despite these important steps forward, women still aren't equal, and in fact things are going backwards, and we have to ask the question why. Und, aber trotz diesen wichtigen Fortschritten gibt es immer noch keine Gleichberechtigung und tatsächlich gibt es mittlerweile Rückschritte und wir müssen uns fragen, warum. And for us it's so important that this new feminist awakening, if you like, brings anti-capitalist politics into its heart. Und für uns ist es sehr wichtig, dass dieses neue feministische Erwachen antikapitalistische Politik in seinem Herzen trägt. The key question is that capitalism rests upon and profits from exploitation of women. Das liegt daran, dass der Kapitalismus auf der Ausbeutung von Frauen beruht und von der Ausbeutung von Frauen profitiert. For example, capitalism has historically fostered the idea of the nuclear family. Zum Beispiel hat der Kapitalismus in seiner Geschichte die Idee der Kernfamilie verstärkt. A kind of patriarchal notion of man as the head of the household. Diese patriarchale Idee des Mannes als Haushaltsvorstand. And though that idea has been really undermined by real life hitting in and undermining it. Und obwohl diese patriarchale Idee untergraben wurde durch die Realität, die sich darauf ausgewirkt hat. It's still the case that women play a very important role for capitalism. Spielen Frauen immer noch eine sehr wichtige Rolle für den Kapitalismus. In reproducing, not just by being childbearers, but also through the unpaid labor that they do, the unpaid caring labor, a new workforce for capitalism. Durch die Reproduktion von Arbeitskraft für den Kapitalismus, nicht nur durch das Austragen von Kindern, sondern auch durch die unbezahlte Haushalts- und Reproduktionsarbeit, die sie verrichten. This free labor could be child rearing, looking after sick and elderly relatives, pastoral care of free counseling and assistance, which is a huge issue in capitalist society today, mental health questions. Und diese ganze kostenlose Arbeit dazu gehören, das Aufziehen von Kindern, die Pflege von Angehörigen, aber auch emotionale Pflege und Unterstützung, die im heutigen kapitalistischen System immer wichtiger wird. And though lots of working class men and women play that role in society, it's still the case that in every country in the world, women do significantly more of it. Und obwohl es stimmt, dass
in großen Teilen der Arbeiterklasse sowohl Männer als auch Frauen daran beteiligt sind, Frauen immer noch sehr viel stärker daran beteiligt und tragen die Hauptlast dieser Arbeit. It's also the case that capitalism profits from women's exploitation. Und der Kapitalismus profitiert auch ganz direkt von der Ausbeutung von Frauen. The sex industry, the beauty and fashion industries, they all rest upon the subjugation of women, actually. Und die Sexindustrie, die Modeindustrie und die Schönheitsindustrie beruhen direkt auf der Unterdrückung von Frauen. And globally we know, in every country in the world, women as a source of low-paid work is extremely important for capitalism. Und wir wissen ja, dass in jedem Land der Welt Frauen als Quelle unbezahlter Arbeitskraft für den Kapitalismus extrem wichtig sind. Some of the most exploited workers in the world are young women in factories in China and Bangladesh, a real feature of capitalism today. Und zu den unterdrücktesten oder am stärksten ausgebeuteten ArbeiterInnen der Welt gehören junge Frauen in China und Bangladesch, die im heutigen Kapitalismus eine extrem wichtige Rolle spielen. And I feel that a discussion on these questions is absolutely vital if we're to answer the question of what type of movement we need to build today to end women's oppression, full stop. Und es ist extrem wichtig, diese Punkte zu berücksichtigen, wenn wir überlegen, was wir brauchen, was für eine Bewegung wir brauchen, um endgültig heute die Frauenunterdrückung zu überwinden. But also now I'm going to look at a specific struggle of the struggle for abortion rights in Ireland and the role of socialists in that movement, maybe to draw out some lessons and bring it back to these broader points. Aber ich werde jetzt erstmal über einen bestimmten Kampf sprechen, nämlich den Kampf für das Recht auf Abtreibung in Irland, um danach dann wieder auf den breiteren Kontext zurückzukommen. So in 2012 there was a very tragic case of a 31-year-old woman, Savita Halappanavar, who died as a result of Ireland's abortion ban. 2012 gab es den tragischen Fall der 31-jährigen Savita Halappanavar, die in Folge der des totalen Abtreibungsverbots in Irland gestorben ist. Savita was having an inevitable miscarriage, presented at a hospital in Galway, a public hospital, in great pain and in agony. Und Savita hatte eine unvermeidbare Fehlgeburt und war in Galway in einem staatlichen Krankenhaus unter unerträglichen Schmerzen. Savita went through many hours of suffering. And in that time asked, can you do something about this? Can you speed up this? There was inevitable miscarriage. There was no other end to that. The pregnancy was ending. But they said to her that they couldn't help her because this is a Catholic country. A nurse actually said that to Savita. Und es war vollkommen klar, dass der Fötus nicht lebensfähig sein würde und also die Fehlgeburt war unvermeidbar und Savita hat über viele Stunden die Ärzte immer wieder gebeten, ob sie nicht irgendwas machen könnten, um den Prozess irgendwie zu beschleunigen. Aber die Ärzte und Pflegekräfte haben sich geweigert und gesagt, nein, können wir nicht machen, hier ist ein katholisches Land. Blood poisoning set in and Savita died as a result of that blood poisoning. Und dann ist Savita an Blutvergiftung gestorben. Obstetrician doctor said that had Savita received a termination when she requested one, she would like 90% be still alive today. Und es gibt ein gynäkologisches Gutachten, nach dem Savita mit 90%iger Wahrscheinlichkeit noch leben würde, wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre. In the constitution in Ireland, inserted at the behest of the Catholic Church in 1983, there is an abortion ban. Und seit 1983 steht in Irland das Abtreibungsverbot in der Verfassung. Das wurde damals auf Druck der katholischen Kirche reingeschrieben. It's a clause called the Eighth Amendment that equates a woman's life with that of a fetus. Das ist der sogenannte achte Verfassungszusatz, also Eighth Amendment, nach dem das Recht auf Leben einer Frau mit dem eines Fötus gleichgesetzt wird. Since then, every single year, thousands and thousands of women have travelled abroad to access an abortion.
Und seitdem sind in jedem Jahr tausende Frauen in andere Länder, also vor allem nach Britannien, gereist, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen. A huge cost, up to over €1,000 today to travel to access one, and also with great shame and difficult emotional difficulty to have to travel in shame and in clouded in secrecy. Und diese es ist einerseits sehr teuer, also es kostet über 1.000 Euro mit Reisekosten abzutreiben und es ist halt verbunden mit riesigen emotionalen Schwierigkeiten, mit Scham, Gefühl und mit der mit dem Zwang, das komplett geheim zu halten. And that is a rotten denigration of women's rights and women's freedom. Und das ist eine üble Missachtung der Rechte und der Freiheit von Frauen. But also it means that for women who can't travel, it's extremely dangerous. Aber es bedeutet auch eine extreme Gefahr für Frauen, die sich die Reise nicht leisten können. So in the case of Savita, she was sick, she could not travel, obviously, and died as a result of Ireland's abortion ban. Oder im Fall von Savita, die aus gesundheitlichen Gründen offensichtlich nicht reisefähig war und deswegen eben an den Folgen des irischen Abtreibungsverbots gestorben ist. Attitudes of ordinary people in Ireland have been moving forward for many, many years and decades in fact. It's the political establishment at the top that is conservative and will not take on the Catholic Church. Und, die Einstellungen der irischen Bevölkerung haben sich seit Jahrzehnten weiterentwickelt. Es sind die herrschende Elite und die katholische Kirche, die das Abtreibungsverbot unbedingt aufrechterhalten wollen. And after the death of Savita, that came to light when there was a spontaneous demonstration of 20,000 people in grief and in anger. Und nach dem Tod von Savita kam das deutlich zum Vorschein, als es eine riesige Demonstration von 20,000 Menschen gab, die ihre Trauer und ihre Wut auf die Straße getragen haben. And that was a spontaneous movement that arose in the context of Savita's tragic death. Das war eine spontane Bewegung, die sich wirklich in Reaktion auf den tragischen Todesfall ergeben hat. The Socialist Party at the time raised very presciently that we need to now focus on the need to repeal the Eighth, to lift Ireland's abortion ban as the only way to protect women's health. Und die Socialist Party hat damals sofort die Forderung erhoben, dass die Verfassung geändert werden muss, dass dieser 8. Verfassungszusatz abgeschafft werden muss, um Frauen Abtreibung zu ermöglichen und damit diese enormen Gesundheitsgefahren zu beseitigen. Unfortunately, the people who were calling the demonstrations focused on ex-case legislation. I'll explain in a minute. Leider haben sich die Organisatoren dieser Demo auf eine Forderung nach Ex-Case-Gesetzgebung, was das ist, wird gleich erklärt. Which basically would be passing legislation to say that abortion is allowed if a woman's life is in immediate danger. Das bedeutet, dass sie nur gefordert haben, dass Abtreibungen in Fällen legalisiert werden sollen, in denen nachweislich das Leben der Schwangeren gefährdet ist. But we said, sorry, that's not enough. It's not okay. Is there an acceptable level of suffering and torture that a woman has to go through before you decide that it's her life in danger and not her health? Und wir haben gesagt, es geht gar nicht, weil man kann ja nicht eine Toleranzgrenze irgendwie festlegen, wie viel Leid und Schmerzen eine Frau ertragen muss, bis man dann irgendwann sagt, das ist jetzt nicht mehr nur gesundheitsgefährdend, das gilt jetzt als lebensgefährlich. And unfortunately, the demos being called around ex-case legislation demobilized people, because it seemed very obvious that the government was going to have to bring it in, and therefore, why would people get active on that minimal question? Und leider war diese Forderung nach so einem Gesetz auch sehr demobilisierend, weil klar war, dass die Regierung so oder so sowas umsetzen müssen würde und dass deswegen die meisten Leute sich gedacht haben, gut, das kommt jetzt sowieso, da muss man dafür auch nicht mehr auf die Straße gehen. Furthermore, if you ask for something minimal, you're going to get something extremely minimal. Und außerdem, wenn man eine minimale Forderung aufstellt, werden die Ergebnisse extrem minimal sein. So what ended up happening was that the Fine Gael Labour government passed legislation that
legislated for abortion if your life was in danger, but also reasserted Ireland's abortion ban, including a 14-year prison sentence if you get an abortion or help to give an abortion for any other circumstance. Die konservative Regierung hat dann tatsächlich so ein Gesetz verabschiedet, das eben beinhaltet, dass nur bei Lebensgefahr abgetrieben werden darf und dass in allen anderen Fällen eine Frau, die abtreibt und die Menschen, die ihr dabei helfen, bis zu 14 Jahre Gefängnis dafür kriegen können. And it was in that context after Sabina's death that the Socialist Party in Ireland established, or the women in the Socialist Party established Rosa. Und daraufhin, aus dieser Situation heraus, haben die Frauen in der Socialist Party in Irland die Kampagne Rosa gegründet. And we did that from the point of view of abortion rights to try and build a very grassroots, activist, struggle-based movement that's not concerned really with lobbying politicians, which a lot of the abortion rights movement is, but is trying to build an active struggle from below. Und, wir haben das von vornherein als kämpferische Bewegung von unten konzipiert, die nicht versucht, irgendwie durch Lobbyismus Verbesserungen zu erreichen, sondern durch aktive Bewegungen von unten. But also with the broader political idea behind it, obviously also inspired by Rosa Luxemburg, precisely because we felt there were so many young women and young people in general being broadly politicized, and they wanted to fight on all the questions of oppression, but abortion also being very the most immediate thing that we can win on now in Ireland. Aber auch mit einem breiteren politischen Konzept, basierend natürlich auf Rosa Luxemburg und mit also aus dem Grund, dass viele gerade junge Frauen also sich Gedanken gemacht haben, auch über breitere Fragen von Unterdrückung, Sexismus und Austerität, und dass die Forderung nach Abtreibung halt die erste Forderung ist, die jetzt gewonnen werden kann, aber nicht die einzige. And since we established it, it's actually flourished as a very broad active group of women and young people, and we've been extremely active on the question of abortion rights. Und seit wir Rosa gegründet haben, ist daraus eine sehr breite Frauen- und Jugendbewegung geworden, die in der Frage von Abtreibungsrechten sehr aktiv ist und sehr erfolgreich kämpft. Two of the very important actions that we have engaged in and organized are the abortion pill train and the abortion pill bus, which I'll explain. Und zwei wichtige Kampagnen, die wir organisiert haben, waren der Abtreibungspillenzug und der Abtreibungspillenbus. We worked in tandem with Women on Web. They're a heroic organization of pro-choice doctors in the Netherlands that provide women with safe abortions with pills in countries like Ireland where they're banned. Und wir haben dazu mit einer heldenhaften Organisation von Ärztinnen aus den Niederlanden, Women on Web, zusammengearbeitet, die Abtreibung, also eine sichere Abtreibungsmöglichkeit durch Medikamente zur Verfügung stellt für Frauen in Ländern wie Irland, wo Abtreibung verboten ist. So when women get abortions through Women on Web, which we help them to do that, they go online, have an online consultation with womenonweb.org and then get the pills posted to Ireland. But they have to be posted into the north, where abortion is also banned, but they don't seize the pills in the north, which they do in the south. Also, es gibt die Möglichkeit dann für Frauen in Irland mit Women on Web über das Internet Kontakt aufzunehmen, online beraten zu lassen und dann die Pillen nach Irland schicken zu lassen, allerdings nur nach Nordirland. Denn in Nordirland gibt es zwar auch ein Abtreibungsverbot, aber wenigstens wird da nicht die Post durchsucht und die Pillen beschlagnahmt, was im Süden eben passiert. Yeah. And, there's a very famous action from second wave feminism in the 1970s in Ireland called the contraceptive train. Contraception was legal in the north and illegal in the south, and a bunch of women from the south went up, got contraception in the north by train and brought them down by train, and it was very famous about breaking the ban on contraception.
Und wir haben damit angeknüpft eine sehr bekannte Bewegung des, der zweiten Welle des Feminismus aus den 70ern in Irland, den Verhütungszug, wo Frauen aus Südirland, wo damals eine komplette Verhütung komplett verboten war, mit dem Zug nach Nordirland gefahren sind, wo es legal war, sich ganz viel Verhütungsmittel besorgt haben und damit dann wieder mit dem Zug in den Süden zurückgefahren sind. So we sought to emulate this action, but with the abortion pill. Und wir wollten das halt nachmachen, bloß halt mit Abtreibungspillen. And we tried to include as many from the women's and left movement as we could, but only a small amount supported us. Wir haben versucht, so viele linke Gruppen und Frauenorganisationen wie möglich damit einzubeziehen, aber nur sehr wenige haben uns dabei unterstützt. And actually it's interesting, the arguments used against the action. Und es ist ziemlich interessant, mit welchen Begründungen viele Gruppen ihre Beteiligung abgelehnt haben. There is a focus on individualism and only individual narratives in the new movement to fight oppression. In der neuen Bewegung gegen Unterdrückung gibt es einen starken Fokus auf Individualismus und auf rein individuelle Einzelfälle. Es wird ausschließlich in Einzelfällen quasi erzählt und propagiert. And obviously the voices of the oppressed themselves are very, very important and crucial and have to be listened to and have to be heard. Und natürlich ist es sehr wichtig, sind die Stimmen der Unterdrückten selbst sehr wichtig und ihre individuellen Erfahrungen müssen berichtet werden und ihnen muss zugehört werden. But we also need a perspective about how we're going to win, and that requires a struggle and a fight and a very determined one. Aber wir brauchen auch eine Perspektive, wie wir gewinnen können, und dafür brauchen wir einen breiten und einen sehr entschlossenen Kampf. So some of the people in the broader abortion rights movement raised that, well, I've had an abortion and I don't feel comfortable with this action, for example. Viele Leute aus der bestehenden Frauenbewegung oder Abtreibungsrechtebewegung haben gesagt, ich habe abgetrieben und ich fühle mich nicht wohl mit der Idee dieser Aktion. It goes without saying that there were many women on the abortion pill train who'd had abortions themselves, by the way, of course. Und natürlich waren bei den Frauen, die den Abtreibungspillenzug organisiert haben, auch sehr viele bei, die selber schon mal abgetrieben haben. And it was this sort of argument that because some individuals sort of felt uncomfortable that we shouldn't press ahead with an action that would challenge the abortion ban and challenge the backward state on this question. Und da wurde dann aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten von einigen Leuten, die sich damit nicht wohlgefühlt haben, abgelehnt, sich an dieser starken Aktion gegen, starken Herausforderung des Abtreibungsverbots und sehr wirksame Aktion dagegen zu beteiligen. But we pressed ahead with the action. Aber wir haben es dann trotzdem gemacht. Because we felt we had a political calculation that actually we're so supported in society that it won't be possible for the state to arrest us, attack us, repress us. In fact, they will really not want to do that. Wir haben gesagt, das Klima in der Gesellschaft ist gerade so vorteilhaft für uns. Wir haben so starke Unterstützung, dass uns, wenn wir die Kampagne machen, jetzt nicht die Gefahr droht, eingesperrt oder sonst wie bestraft zu werden. Das kann der Staat sich gerade nicht leisten. And we were correct in that calculation. I mean, Ruth Coppinger, Socialist Party, Anti-Austerity Alliance, TD, was on the train and took this pill in full view of the media and also waved the pills around in Parliament. These pills are not legal. Und das war sehr... ein sehr beeindruckendes Beispiel davon war Ruth Coppinger, unsere Abgeordnete im irischen Parlament, die mitgefahren ist mit dem Zug, die vor laufender Kamera eine von den Pillen genommen hat und die auch mit den Pillen im Parlament dann posiert hat, die dann da rumgewedelt hat, die eben verboten sind. And though this action, you know, wasn't enough to provoke a push for a referendum, it absolutely has helped so many women get safe illegal abortions, because now women know that this is an option. Und obwohl diese Bewegung nicht geschafft hat, direkt
einen Volksentscheid über das Abtreibungsverbot zu erzwingen. War sie trotzdem sehr erfolgreich, weil sehr viele Frauen jetzt wissen, dass es die Möglichkeit einer sicheren illegalen Abtreibung gibt. And we feel that we kind of took this activity to another level with the abortion pill bus last autumn. Und letztes Jahr im Herbst haben wir diese Kampagne auf ein neues Niveau angehoben mit dem Abtreibungspillenbus. We drove the bus to a number of cities in Ireland. Allowed women to come onto the bus who needed an abortion. They got an online consultation with a doctor, and we gave them abortion pills. Wir sind also mit dem Bus quer durch Irland gefahren und haben Abtreibungspillen an Frauen verteilt, die sich vorher online, die uns vorher online kontaktieren konnten, ärztlich dann über das Internet beraten wurden und dann quasi aus dem Bus die Pillen bekommen haben. We directly helped over 20 women access safe illegal abortions with this action. Damit haben wir mehr als 20 Frauen zu sicheren illegalen Abtreibungen verholfen. It was actually heartbreaking participating in the action. Es war emotional ziemlich krass, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Like I didn't think women would come on the bus because I thought, God, they're not going to want to access abortions in such a difficult way with pro-lifers protesting, etc. But I was wrong. Und, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Frauen tatsächlich zum Bus kommen würden, um sich die Pillen zu holen, weil es eine sehr aufgeheizte Stimmung gab. Da standen draußen irgendwelche Christenfundis und gegen Abtreibung protestiert. Und das stimmte aber nicht, es sind Frauen gekommen. But actually, women came who were in desperate situations. Women in abusive relationships. Women crying because they had 3 children in the last 3 years and were struggling to look after the children that they had. It was absolutely heartbreaking. Und es war absolut belastend emotional, weil da Frauen gekommen sind, die die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind in ihrer Beziehung und oder die in den letzten 3 Jahren 3 Kinder gekriegt haben und es einfach nicht mehr aushalten. But the action was a thundering success. Aber die Aktion war ein Riesenerfolg. Despite flagrantly breaking the law, I mean flagrantly breaking the law, the state did not do anything. The only intervention from the state was the police asking us to move where we parked in Galway, and then we ended up parking outside the Catholic Church there. Obwohl wir total offensichtlich gegen das Gesetz verstoßen haben, hat der Staat überhaupt nichts machen können. Der einzige Kontakt, den wir mit der Polizei hatten, war, dass sie uns in Galway gebeten haben, den Bus umzuparken, und dann haben wir uns direkt neben die katholische Kirche gestellt. So we made a mockery of Ireland's abortion laws. Also haben wir das irische Abtreibungsverbot damit komplett verhöhnt. We did something else as well though, because now there's actually so much political pressure on the whole establishment on this question. None of the parties are able to ignore the question of the Eighth Amendment. Und wir haben auch etwas anderes erreicht, denn jetzt war das Thema so im Fokus, dass keine der großen Parteien sich leisten konnte, die Frage des 8. Verfassungszusatzes weiter zu ignorieren. And in that context, what the establishment is trying to do is to limit the narrative to only certain cases. Und in diesem Kontext versucht jetzt die herrschende Klasse, dass die Frage des Abtreibungs, die Frage der legalen Abtreibung auf einige wenige Fälle zu begrenzen. So for example, only cases of fatal fetal abnormalities where the fetus can't survive. Or cases of rape, for example. Zum Beispiel nur auf Fälle von Vergewaltigung oder auf Fälle, in denen der Fötus sowieso nicht lebensfähig wäre. And it is an absolute indictment of the state that women in those situations cannot access choice. Of course it is. Und es ist ein schreiendes Unrecht, dass in diesen Situationen, also noch nicht mal in diesen Situationen, Frauen im Moment legal abtreiben können, natürlich. But what the abortion pill bus was trying to do was to say, listen, women get abortions for loads of different reasons every single day, they're none of your business, and we're not going to allow you to
ignore silence and silence these women any longer. Und wir haben, also unsere Message mit der Buskampagne war, guck mal, Frauen kriegen jeden Tag, also tragen jeden Tag ab aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Gründe gehen euch nichts an, aber es muss legal möglich sein, abzutreiben, und wir werden euch nicht mehr, euch diese Forderung nicht mehr ignorieren lassen. Now the situation that I explained yesterday with the government is, well, no government has been formed, but it's eminently possible, if not likely, that the two major capitalist parties will come together in some way, Fianna Fáil and Fine Gael, both anti-choice parties, obviously. Und wie ich gestern erzählt habe, gibt es in Irland im Moment keine Regierung. Es gibt Koalitionsverhandlungen. Und eine Möglichkeit, wo die wahrscheinlichste ist, dass die beiden größten kapitalistischen Parteien, Fianna Fáil und Fine Gael, eine Regierung bilden, die beide für das Abtreiben gewählt sind. I think that will be a very daunting and upsetting prospect for many women and working class people. Es ist für viele Frauen und ArbeiterInnen eine ziemlich üble Vorstellung, so eine Regierung. But it can also clarify things about how we're going to win. Aber dadurch kann auch klarer werden, wie wir gewinnen können. Because it's obvious that the slowly convincing each member of parliament one by one to be a bit nicer is actually not going to work. Weil es dadurch offensichtlicher wird, dass es nicht funktioniert, individuell durch Lobbyismus einzelne Parlamentarier nach und nach irgendwie davon zu überzeugen, noch mal ein bisschen netter zu sein. And I think that there is already and will be, and in Rosa we're going to do whatever we can to activate a mood that's there now to actually really fight for repeal and to get on the streets to push for repeal. Und es gibt jetzt bessere Möglichkeiten einer großen Bewegung auf der Straße für Abtreibungsrechte, und dafür kämpft jetzt Rosa, und das ist der aktuelle Fokus. It's an important point that in Ireland actually the only political forces that are pro-choice are political forces of the socialist left. No other political party is actually pro-choice. Und die einzigen politischen Kräfte in Irland, die für die Legalisierung der Abtreibung sind sozialistische Parteien. Keine andere Partei ist für legale Abtreibung. And the Socialist Party in particular has been at the forefront of the struggle in recent years for abortion rights. Und besonders die Socialist Party war in den letzten Jahren vorne mit dabei im Kampf für Abtreibungsrechte. And it's so important for us that we do whatever we can to help this movement win. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um dieser Bewegung zum Sieg zu verhelfen. So as well as having the most prescient tactics on how we're going to do that, we also need to raise and inextricably connect our program for women and women's reproductive rights, our broader program. Also geht es uns nicht nur um die Taktik, wie das Recht auf Abtreibung gewonnen werden kann, sondern auch um ein Programm, das weitere Fragen von Frauenunterdrückung thematisiert. And part of that is that legal change in and of itself is not enough, though it's very important. Das bedeutet auch, dass eine Gesetzesänderung allein nicht reicht, obwohl es natürlich sehr wichtig ist. We could legalize abortion tomorrow, but the church still has a serious influence in pretty much all the public hospitals. Wir könnten jetzt morgen formal die Abtreibung legalisieren, aber in fast allen staatlichen Krankenhäusern hat die katholische Kirche immer noch einen riesigen Einfluss. We don't want a situation where abortion is legalized, but then the only place you can get it is with private clinics you set up and it still costs hundreds of euro. Und wir wollen keine Situation, in der Abtreibung legal ist, aber die einzige Möglichkeit abzutreiben über teure Privatkliniken läuft, die hunderte Euro dafür verlangen. The struggle for full reproductive rights is therefore inextricably connected with separation church and state, kicking the church out of hospitals and schools. Der Kampf für Abtreibungsrechte ist deswegen untrennbar verbunden mit dem Kampf um die Trennung von Staat und Kirche, und
dafür die katholische Kirche aus den Schulen und den Krankenhäusern rauszuschmeißen. We also need to challenge austerity and neoliberalism that's absolutely wrecking the public health service that was pretty poor in Ireland to begin with. Und wir müssen auch gegen Austerität kämpfen und die Kürzungen, die jetzt den das öffentliche Gesundheitswesen in Irland endgültig ruinieren, das vorher schon nicht so teuer war. So that all aspects of women's health can be catered for free under a public health service. Wir fordern, dass alle Aspekte der Gesundheitsversorgung von Frauen kostenlos durch den öffentlichen Dienst bereitgestellt werden. We need to challenge the private ownership of wealth and profiteering at the heart of Irish capitalism in order to get the money to provide quality public childcare. As it stands, childcare costs as much as a mortgage costs per month. Wir müssen auch den den Kapitalismus an sich herausfordern und das Privateigentum, denn um an das Geld zu kommen, um Gesundheitsversorgung und Unterstützung für Frauen zu gewährleisten und zum Beispiel auch Kinderbetreuung auf also kostenlose Kinderbetreuung, denn im Moment kostet Kinderbetreuung im Monat so viel wie ein Immobilienkredit. And that's an example of how the struggle for women's freedom and equality is an anti-capitalist struggle. Und deshalb ist der Kampf für Frauenrechte und für Gleichheit ein antikapitalistischer Kampf. And actually all questions in relation to women's oppression, a similar approach is necessary. For example, take the case of violence, male violence against women. Und in allen Fragen von Frauenunterdrückung braucht es einen ähnlichen Ansatz, zum Beispiel im Fall von Männergewalt gegen Frauen. I think that the movement against rape culture has been really effective in challenging attitudes and behaviors of young men, especially young men who don't want to be backward reactionary sexists in their behavior. Die Bewegung gegen rape culture hat einen großen Beitrag dazu geleistet, das Verhalten von Männern zu verändern, insbesondere von jungen Männern, die nicht Teil nicht durch ihr Verhalten Teil einer reaktionären sexistischen Kultur sein wollen. So, like in that way, a movement to change attitudes in society is important. Also ist eine Bewegung, um die Einstellungen in der Gesellschaft zu verändern, durchaus wichtig. But on its own, it's pretty impotent. It's useless. Aber allein nützt das nicht viel. Like, I mean, just look at the mass media. The corporate mass media is able to push sexist ideas in an extreme way. We have to challenge that and challenge corporate power and corporate interest in order to even have begin to cut across the sexist ideas that are put out there that affect, you know, a baby boy from the day it's born as well as a baby girl. Und guckt euch zum Beispiel die guckt euch zum Beispiel die kapitalistischen bürgerlichen Medien an, die extremen Sexismus verbreiten oder die ganze Werbung, die ganze Kultur, die von Konzernen gefördert wird und vom ersten Tag des Lebens an für schon für neugeborene Babys, die sie auf eine Geschlechterrolle festlegen. We also have to challenge backward states. Obviously, Ireland is particularly extreme with the role of the Catholic Church, but pretty much everywhere you have judges in the courts that consistently blame victims of rape and sexual violence. Und wir müssen auch gegen reaktionäre Staaten kämpfen, denn natürlich ist Irland jetzt ein besonders krasser Fall, aber in fast jedem Land gibt es Richter und gibt es Gerichte, die Vergewaltiger freisprechen und dabei mit Victim Blaming argumentieren. And a massive issue now. Is the question of housing. Deine ganz massiv wichtige Frage ist jetzt die Frage des Wohnungsbaus. There's a massive housing crisis now in Ireland caused by profiteering and housing for profit, not for human need. Es gibt in Irland gerade eine extreme Wohnungskrise, verursacht durch Profitmacherei und dadurch, dass nach Profitinteressen gebaut wurde und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen. Rents are as high as they were at the height of the boom while wages are on the floor. Die Mieten sind immer noch so hoch, wie sie zu den Höchstzeiten des Wirtschaftsbooms waren in Irland, während die Löhne total am Boden liegen. It's hard enough to leave an abusive relationship because part of that abuse is emotional abuse, whereby
you're told you're worthless, you'll never survive on your own. It's really difficult to lead that, no matter what economic circumstance you have. Und es ist so schon schwer genug, eine gewaltförmige Beziehung zu verlassen, weil Teil dieser Gewalt auch emotionale Gewalt ist und der Frau die Vorstellung eingeimpft wird, du bist ohne mich wertlos, du kommst gar nicht alleine klar und so weiter. But on top of that, the fact that you are inevitably going to become homeless if you get out of that relationship, and women will die as a result of the housing crisis. Und dazu kommt dann aber noch die Bedrohung, dass die drohende Obdachlosigkeit, wenn man diesen Partner dann verlässt, und das wird dazu führen, also die Wohnungskrise wird dazu führen, dass in Irland Frauen sterben. And in that way, we need to build a very strong women's movement, but it's strongest when it broadens out its demands in this way, and also sees that it needs to build a broader struggle of the 99% of working people, who, none of whom benefit from the status quo and from capitalism, and actually that's necessary, because it's the only way we can effectively challenge capitalism. Und deswegen brauchen wir eine breite Bewegung, eine breite Frauenbewegung, aber auch eine Bewegung der 99% der Arbeiterklasse, der Armen und der Jugend gegen den Kapitalismus, denn nur so, durch eine breite Massenbewegung, können wir den Kapitalismus herausfordern. At the heart of the limiting of reproductive rights for women is a deep-seated misogyny. Und Grundlage der Begrenzung der Selbstbestimmung von Frauen, besonders in der Fortpflanzung, ist eine tief verwurzelte Misogynie. It's restricting women's sexual freedom and personal freedom. Die persönliche und sexuelle Freiheit von Frauen wird massiv beschnitten. It's part of the ideology that sees women as baby makers and carers and so on and nothing else. Auf der Grundlage einer Ideologie, die Frauen als Gebärmaschinen und als kostenlose Pflegekräfte sieht und als nichts anderes. And it says something about capitalism, that these ideas not only are out there still, but are actually gaining ground and influencing laws and policies in a country like the United States, that abortion was won decades ago. Und es sagt aus, dass diese Ideen nicht nur immer noch existieren, sondern sich auch in manchen Ländern wieder ausbreiten, zum Beispiel in den USA, wo das Recht auf Abtreibung vor Jahrzehnten schon gewonnen wurde. And what we absolutely do not need is more pro-capitalist bourgeois feminism of the Hillary Clinton worshipping kind. Und was wir überhaupt nicht brauchen, ist so ein neuer pro-kapitalistischer bürgerlicher Feminismus wie von den Hillary Clinton Anbieterinnen. You know, Clinton is a warmonger, she's a candidate of Walmart, of Wall Street. Also Clinton ist eine Kriegstreiberin, ist eine Kandidatin von Walmart und der Wall Street. And I think it's so amazing and interesting to see that actually young women are the biggest supporters of Bernie Sanders because of his broader program. I mean, he's actually better on reproductive rights than Clinton, by the way. Und es ist total cool zu sehen, dass unter den aktivsten Unterstützerinnen von Bernie Sanders viele junge Frauen sind und dass Sanders Programm zum Beispiel zur Abtreibungsfrage tatsächlich fortschrittlicher ist als das von Clinton. But also because he's calling for free universities, getting rid of the college debt, for decent pay, decent standard of living, and anti-Wall Street, anti the billionaire class, that actually is really inspiring the young generation and young women leading that in the States. It's very, very inspiring. Besonders auch, weil seine Forderung nach Abschaffung von Studiengebühren, damit Abschaffung der Verschuldung für Leute nach dem Studium und andere soziale Forderungen und die Herausforderungen gegen die Wall Street extrem elektrisierend und anregend sind für eine ganze Generation von Jugendlichen und besonders jungen Frauen. And actually I think that example is a really clear example that pro-capitalist liberal feminism has actually no appeal for a young generation now. Und das beweist, dass der kapitalistische, liberale Feminismus junge Frauen momentan überhaupt nicht erreicht. And that's a good thing. Let's bury it and let's build a movement that can win.
Das ist eine gute Sache, lasst uns diesen bürgerlichen Feminismus begraben und eine Bewegung aufbauen, die gewinnen kann.